Wir haben uns verlaufen. Einen wunderschönen guten Morgen allerseits. Wir haben schon lecker gefrühstückt. Und jetzt machen wir uns auf den Weg zur Rezeption, weil wir jetzt gleich unser Auto bekommen. Und dann geht's los auf unseren Roadtrip. Wir haben ein Auto, ich habe es gerade abgeholt und jetzt machen wir uns auf den Weg Richtung Mini-Vulkan. Also bevor wir auf den großen hochgehen, wollen wir erstmal den kleineren auschecken. Und ich zeige euch jetzt gleich mal auf der Karte, wo wir entlang fahren. Und das ist nicht ganz so weit weg, ich glaube eine halbe Stunde Fahrt schätzungsweise. Also wir sind jetzt hier in Puerto de la Cruz und wir fahren dann jetzt hier entlang. Und dann geht es hier runter und zu La Montañeta. Und da startet dann der Wanderweg hier und hier ist dann wohl noch ein Vulkan. Und der große Vulkan, der ist hier, El Teide. Da geht's dann morgen hin. Jetzt geht's los. Ich hatte gerade schon ein riesen witziges Erlebnis in der Autovermietung. Es hat nämlich ewig gedauert, weil als ich da gerade drin stand und mit dem Vertrag gemacht habe, kam ein älteres Ehepaar rein. Wutentbrannt brüllten sie durch den Laden auf Deutsch natürlich. Wie schlimm das doch sei. Sie hätten ein total verdrecktes Auto bekommen und damit könnten sie auf gar keinen Fall fahren. Ich dachte natürlich, okay, das Auto ist innen drin dreckig gewesen und weil die Frau in der Autovermietung kein Spanisch oder kein Deutsch und kein Englisch sprach und die beiden eben nur Deutsch, habe ich dann versucht, mit meinem Minimals Spanisch ein bisschen zu übersetzen. Der Frau das dann erklärt und dann stellte sich raus, dass sie meinten, dass ihr Auto von außen verdreckt sei. Sei total vollgeschissen. Naja, es war dann so, dass sie auf gar keinen Fall dieses Auto haben wollten und damit könnten sie nicht fahren. Dann würden sie lieber verzichten. So haben sie besprochen und dann hat die Frau erstmal meine Sache fertig gemacht und in der Zeit standen die Leute dann noch weiter in der Autovermietung rum und haben sich tierisch aufgeregt über alles Mögliche. Also irgendwie ist das schon so manchmal so ein bisschen so, dass man sich echt fremd schämt bei manchen Touristen, wie die sich aufführen. Also es war sehr amüsant das Ganze. Ich habe dann noch überlegt, ob ich noch kurz bleibe, um ihnen zu helfen. Aber dann habe ich mir gedacht, die haben eigentlich nicht so wirklich großen Grund, sich zu beschweren. Dann sollen die das auch mal selber regeln, mit Händen und Füßen oder wie auch immer sie das Ganze jetzt geregelt haben. Wir sind jetzt angekommen und haben jetzt hier geparkt. Wir sind uns nicht ganz sicher, ob wir hier parken dürfen, weil hier geht auch ein Weg hoch, den wir gleich da entlang laufen. Aber wir sind da gerade mal hochgefahren und irgendwie sah das ein bisschen komisch aus, also nicht so gut mit dem Auto passierbar und wir wollen das Auto nicht schrotten. Deswegen haben wir jetzt mal hier unten geparkt und wandern jetzt los. Wir sind jetzt bei den Arenas Negras und das ist in der Nähe von La Montañeta. Wir sind ziemlich weit hochgefahren jetzt und ja, es ist sehr waldig hier. Entschuldigung, bin mal gespannt. Ja, ich habe abgeschlossen. Ich bin mal gespannt, was uns jetzt auf dem Wanderweg erwartet. Man hätte übrigens auch hier oben parken können. Es gibt auch Leute, die das gemacht haben, die sich getraut haben, aber wir sind jetzt den Weg hochgelaufen. War jetzt okay von der Anstrengung. Also wir sind jetzt hier und wir laufen jetzt diesen Weg entlang und dann hier einmal um den kleinen Vulkan rum und dann wieder zurück. Und geparkt haben wir hier, glaube ich. Was für eine richtig geile Umgebung hier. Also wir sind jetzt quasi mitten, also quasi direkt neben dem Vulkan. Und hier ist alles schwarz von diesem Vulkansand, von diesem Lavagestein. Und der Vulkan ist das letzte Mal 1909 ausgebrochen. Also davon ist das noch. Und 2007 hat es hier einen Waldbrand gegeben und deswegen sind die ganzen Bäume auch total schwarz und verkohlt. Aber langsam werden die wieder grün, die Pinienbäume. So, dass es nicht mehr ganz so skurril aussieht. Aber es ist schon eine krasse Landschaft hier, so ein bisschen wie so eine Mondlandschaft.
Hier sieht man auch überall Schwefel. Stinken tut es aber glücklicherweise nicht. Also man kennt das ja von Vulkanen, dass es nach faulen Eiern riecht. Auf Bali hatten wir das, als wir auf den Mount Batur gestiegen sind. Aber hier riecht es ganz normal. Das sieht ja mal krass aus hier an dem Baum. Was hast du gesagt, was das ist? Weiß ich nicht, Flechten oder so, keine Ahnung. Flechten, ja. Sieht auf jeden Fall sehr skurril aus. Es ist auch so krass ruhig hier, also man hört wirklich einfach nichts außer die Natur. Es gibt keine Straßengeräusche, die hier hochkommen oder irgendwas. Menschen treffen wir, haben wir bis jetzt auf der ganzen Wanderung noch nicht getroffen, außer unten am Picknickplatz. Die waren aber schon alle wieder am Aufbrechen eigentlich. Und ja, wir sind hier eigentlich komplett alleine. Wir haben die Tour übrigens bei Outdoor Active gefunden. Wir verlinken euch die mal unterm Video. Wenn ihr das, wenn euch das interessiert, dann könnt ihr die nachwandern. Wir schreiben aber auf jeden Fall auch noch einen Blogpost darüber mit allen wichtigen Infos rund um die Wanderung und alle Angaben, damit ihr das nachwandern könnt. Wir haben uns verlaufen. Große Verwirrung. Wir dachten eigentlich, dass wir schon auf dem Rundweg sind. Aber wenn man mal jetzt hier guckt, wir sind jetzt hier. Also wir sind jetzt quasi dieses Stück hier runtergelaufen. Und jetzt geht es noch hier einmal ganz rum. Und das sind nochmal laut der Angabe hier 5,7 Kilometer. Aber unten stand, dass wir nur 5,4 Kilometer laufen. Also wir glauben, dass die Route, die Christian rausgesucht hat im Internet, dass es da um... Moment... Wo ist der Berg? Um diesen Berg hier geht, dass wir um den hätten rumlaufen müssen. Aber wir wissen es nicht so genau. Wir laufen jetzt auf jeden Fall mal wieder ein Stück zurück und gucken, ob es noch mal irgendwo eine andere Abzweigung gegeben hätte. Und wenn nicht, dann laufen wir einfach den gleichen Weg wieder zurück, den wir gekommen sind. Der war ja auch ziemlich schön. Ist nur schade, weil wir ja eigentlich einen Rundweg machen wollten. Aber die 5,7 Kilometer, das würden wir jetzt gar nicht schaffen, weil dann kommen ja nochmal die 2,4 Kilometer zurück, die müssen wir dann nochmal laufen, die wir jetzt schon gelaufen sind. Dann wird es ja dunkel werden. Genau, und dann würde es halt dunkel werden, weil wir jetzt schon recht spät dran sind. Und ja, das muss ja nicht sein, hier irgendwie im Dunkeln abends auf dem Vulkan rumzurennen. So, jetzt erstmal ein Keks auf den Schock. Also wir haben jetzt rausgefunden, dass wir einfach mal komplett falsch gelaufen sind. Von Anfang an sind wir zwar parallel zu dem Wanderweg gelaufen, den wir gehen wollten, aber eben nur parallel. Und dann haben wir die Abzweigung natürlich verpasst. Wir haben jetzt eine andere Abzweigung gefunden und auch gerade noch mit zwei anderen deutschen Wanderern gesprochen, die wir getroffen haben. Und die haben uns gesagt, dass man hier weiter wandern kann. Und ja, also ich tracke nämlich Gott sei Dank heute zum ersten Mal unsere Wanderung mit der Komoot-App, die ich mir runtergeladen habe. Das ist ziemlich cool. Ich habe da auch die Offline-Karten dann und kann eben tracken, wo wir herlaufen. Eigentlich habe ich das nur gemacht, um zu tracken, wie lange wir brauchen und wie schnell wir laufen und so weiter. Und jetzt ist das eigentlich ganz gut, weil ich jetzt auf der Karte nachverfolgen konnte, wo wir hergewandert sind. Und ja, habe dann einfach festgestellt, dass wir komplett falsch waren. Und jetzt schauen wir mal, wo uns dieser Weg hier hinführt, ob wir tatsächlich es noch schaffen, den Berg zu umrunden, den wir eigentlich umrunden wollten. Das da ist übrigens der Berg, den wir umrunden wollen. Es ist ganz schön krass, dass hier überhaupt was wächst. Also wir laufen jetzt hier eigentlich nur noch auf getrockneter Lava rum. Da drüben ist der Teide. Den sieht man nur allerdings nicht, weil jetzt gerade Wolken drumherum sind. Wir haben auf jeden Fall jetzt den richtigen Weg gefunden. Wir müssen jetzt nur aufpassen, dass wir auch den richtige Abzweigung gleich finden. Dass wir tatsächlich um den Berg drumherum laufen und nicht nochmal irgendwo ganz woanders hin. Das wäre ziemlich blöd.
Aber ich glaube, also wir haben jetzt mal geguckt auf der Karte, wo wir das tracken, wo wir gerade sind, bei der Komoot-App. Da ist es jetzt so, dass es egal gewesen wäre, ob wir jetzt den Weg zurückgelaufen wären oder diesen Weg jetzt hier weiter. Von daher haben wir gesagt, dann laufen wir lieber das, was wir noch nicht kennen. Dann haben wir zumindest die Rundwanderung, die wir eigentlich machen wollten, auch da tatsächlich gemacht. Nicht nur sind wir den falschen Weg gelaufen, sondern wir sind ihn auch noch falsch herumgelaufen. Also wir haben wirklich alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte. Also wir empfehlen, diese Wanderung nicht zu machen, wenn man kein GPS-Gerät dabei hat oder diese Komoot-App eben mit der Offline-Map, weil wir laufen jetzt quasi hier mitten durch das Gelände und hier ist absolut kein Wanderweg eingezeichnet oder angegeben, ja, oder beschildert. Diese, ja doch, da gibt es so kleine Häufchen, die errichtet wurden. Also es scheint doch auf jeden Fall ein richtiger Weg zu sein. Und wir sehen halt, dass hier Fußspuren sind. Aber wir laufen jetzt quasi, ich sehe halt den Punkt auf der Karte und laufe einfach den Wanderweg entlang, der hier eingezeichnet ist. Und ja, wenn wir dieser Linie folgen, dann sollten wir auf jeden Fall beim Picknickplatz wieder rauskommen, von wo aus wir dann wissen, wie wir zurück zu unserem Auto kommen, was dann hoffentlich auch noch da ist. Also eine leichte Wanderung ist es hier definitiv nicht, so wie es angegeben ist. Sie ist zwar konditionsmäßig recht leicht, aber für die Technik ist es schon echt anspruchsvoll, gerade für mich zumindest. Christian mit dem Kleinen hat auch ein bisschen zu kämpfen. Der hat aber zum Glück Wanderstöcke dabei, sodass er noch besseren Halt hat. Aber das war jetzt schon ein ganz schönes Gekraxel darum. Und ja, auch ziemlich rutschig auf dem ganzen Gestein. Erinnert mich so ein bisschen an den Gunung Batur auf Bali. Wenn ihr also hier mal wandern wollt, wir sind am Anfang da hinten hochgelaufen, was nicht so der beste Weg ist. Also man kommt von da unten, kommt man hier so hoch und dann läuft man am besten direkt hier hoch, diesen Weg hier. Und dann so weiter rum. Aber wie gesagt, ich würde es nicht ohne GPS machen und oder irgendeiner Karte, weil so hätten wir das, glaube ich, niemals gefunden. Jetzt solltet ihr uns die Daumen drücken, dass unser Auto noch da ist. Weil sonst wird unsere Wanderung leider noch ein bisschen länger. Dann müssen wir nämlich nach La Montagneta laufen und da dann irgendwie mal gucken, dass wir telefonieren können, weil hier haben wir kein Netz. Und dann müssen wir erstmal ausfindig machen, wo unser Auto ist. Und dann wird es auch bestimmt ganz schön teuer. Der Krümel wird unleidig, weil er wahrscheinlich keinen Bock mehr hat, in der Manduka zu sitzen. Und Christian lenkt ihn jetzt ab, indem er pfeift. Vielleicht schläft er uns ja auch nochmal ein. Wahrscheinlich schläft er auf jeden Fall auf der Autofahrt, weil da schläft er eigentlich immer. Also tasty ist die Wanderung übrigens nicht. Es gibt keine Einkehrmöglichkeiten, aber wir sind auch mitten auf dem Vulkan. Was soll es hier auch geben? Man sollte auf jeden Fall was dabei haben. Wir hatten Kekse mit. Und Bananen, allerdings hatten wir irgendwie wenig Hunger, das heißt, wir haben irgendwie nur zu jeder zwei Kekse oder so gegessen. Und jetzt freuen wir uns ganz doll auf das Essen im Hotel. Also auf das Buffet, was aber noch dauert, weil wir erst um 7:45 was bekommen. Weil wir wollen dann vorher noch duschen und dann werden wir wieder uns an die Bar begeben und uns hoffentlich nicht wieder vorm Abendessen schon betrinken. Jana ist immer die, wo sich vorm Essen schon betrinkt. Christian auch ein bisschen. Nein. Doch, nein. Ein kleines bisschen schon. Heute wissen wir auf jeden Fall, was wir getan haben. Ich gucke gleich mal auf meiner App, wie weit die Strecke insgesamt war. Jetzt kommt dann gleich der Moment der Wahrheit. Ist unser Auto noch da oder ist es weg? Musik.
Yay, Christian sagt, das Auto ist noch da. Und wir sind offensichtlich nicht die Einzigen, die da geparkt haben. Da stehen jetzt mittlerweile noch richtig viele Autos. Da steht's. Unser Auto. Unser geliebtes Auto. Wir lieben es jetzt schon. Obwohl wir es erst ein paar Stunden gefahren sind. Das ist übrigens die Strecke, die wir gelaufen sind. Hier sieht man auch den kleinen Abstecher, den wir gemacht haben. Und wir sind insgesamt 2,5 Stunden gelaufen, 12 Kilometer. Und hatten eine durchschnittliche Geschwindigkeit von 4,7 Stundenkilometern. Und ja, 290 Meter ging es bergauf und 350 Meter wieder bergab. Also am Anfang sind wir am meisten bergauf gelaufen. Wir sind wieder zurück in Puerto de la Cruz und wir haben jetzt glücklicherweise noch einen Parkplatz gefunden. Quasi direkt vorm Hotel, nachdem wir ungefähr dreimal im Kreis gefahren sind, weil nichts frei war. Aber wir haben Glück gehabt und ja, jetzt freuen wir uns erstmal auf eine schöne Dusche. Wir haben jetzt gerade lecker gegessen und ich hatte ein sehr interessantes Erlebnis beim Essen. Es hat nämlich Sushi gegeben und auch wenn ich ja eigentlich eher regional essen wollte, war es so, dass ich unbedingt Sushi essen musste, weil ich liebe ja Sushi. Und daneben stand eben eine Schale mit so einer grünen Paste und ich habe natürlich gedacht, das ist Guacamole, weil warum sollte neben dem Sushi nicht Guacamole stehen? Habe mir davon einen Riesenhaufen auf den Teller gemacht und habe dann auch einen Riesenlöffel davon genommen und dann gemerkt, dass es halt Wasabi ist leider. Und ja, so entsprechend habe ich dann auch ausgesehen. Christian hat mich voll ausgelacht, weil ich glaube ich echt übelst gedampft habe aus meinem Gesicht. Ich habe es überlebt. Zwischenzeitlich habe ich gedacht, okay, atmen fällt schwierig. Aber ich habe es überlebt und ja, jetzt sind wir fertig mit Essen und gehen jetzt zurück ins Zimmer. Der Kleine schläft schon im Kinderwagen. Wir gucken jetzt mal, dass wir den umbetten können in sein Kinderbett. Und dann werden wir mal schlafen und meine Blasen an den Füßen auskurieren. Morgen machen wir mal eine Wanderpause, machen mal was Entspanntes. Aber das seht ihr dann ja morgen. Und ja, morgen ist auch Christians Geburtstag, den müssen wir dann noch gebührend feiern. Und wir wünschen euch auf jeden Fall jetzt erstmal einen schönen Tag, Mittag, Abend, je nachdem, wann ihr das Video anschaut. Und dann sehen wir uns morgen wieder zu einem neuen Video. Ciao! I know the book on the side, yeah.